Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play XCOM. Die letzten beiden Aufnahmen haben sich ja darum gehandelt, dass wir einen Angriff auf unsere Basis abgewehrt haben. Jetzt haben wir da noch zwei weitere Basen gebaut, quasi als Horchposten, damit wir besser mitkriegen, was rund um die Welt passiert. Hier in Taiwan und auf Kuba. Noch sind diese beiden Basen allerdings nicht sehr weit. Es dauert noch 22 Tage, dann haben wir das Large Radar System dort. Schauen wir mal. Wir werden dann in jede dieser Basen einen Interceptor setzen und ein paar Soldaten und im Großen und Ganzen war es das dann. Also vielleicht werden wir in einer von diesen beiden Stationen noch Wissenschaftler reinsetzen, in die andere vielleicht irgendwelche Ingenieure, damit das Ganze nicht so zentral bei uns zu Hause läuft. Naja, schauen wir mal. Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, so wie wir das gebaut haben. Das ist tatsächlich so gewesen, dass nur die Aliens ausschließlich aus dieser Gegend gekommen sind. Deswegen werden wir alle Basen so bauen. Gut, na dann warten wir auf neue Aliens. Intercept mit einem Interceptor. Okay. Oh, sehr gut. Über Deutschland. Ich glaube, dieses UFO war auf der Suche nach unserer Station. So, wir werden aber warten, bis es Tag ist. Bevor wir dort eingreifen. Schauen wir mal. Equip Craft. Da haben wir 14 Leute drauf. Schauen wir mal, wie ist das mit dem Equipment derzeit. Wir haben... 14 Laser Rifles. Na, machen wir 12. Sollen wir wirklich den... Lass mal zwei Laserpistolen und machen wir quasi nur eine Heavy Cannon und einen Rocket Launcher. Ich glaube, das ist ganz praktisch. Ja, warten wir noch, bis Tag wird. Sind wir da tatsächlich in Deutschland? Irgendwo an der tschechischen Grenze, keine Ahnung, welche Städte dort herumhängen. Ja, sagen wir Nürnberg oder so, keine Ahnung. Ja. Auf der tschechischen Seite wäre dort, glaube ich, Pilsen, glaube ich, wäre dort. Jo, beginnen wir die Mission. Ah, vielleicht hätten wir abspeichern sollen vorher. Na gut, soll sein, das machen wir dann gleich. B heißt Brave, aber nicht sehr stark. Das heißt, du kriegst eine Knarre in die Hand. BFS, der kann alles. Das heißt, er kriegt statt das, das in die Hand. Das kriegt er mit. Das lässt er da. Das kriegt er mit. Und... Wo sind meine Pistolen hin? Arg. Jemand hat meine Pistolen gestohlen. Gute Feuerkraft, passt. So, du kriegst eine von den Pistolen. Mhm. Hier kann gar nichts. Ah ja. Strong und Brave. Du wirst nicht damit rumrennen. Du kriegst tatsächlich...
so etwas dazu. Ah. Hat jetzt so eine Flammendings da drinnen. Na gut, soll sein. Ah, Zoe Crossett. Du kannst auch nichts. Na gut, soll sein. Sata Ishii. Susanne Schmidt. Sabine Meyer. Unser Captain. Minseo Gyo. Sunmi. Guadalupe Gutierrez. So, das heißt, wir sind wieder ausgerüstet. Okay, wir speichern mal ab, bevor wir irgendwas tun. Unter Let's Play. Na komm schon, komm schon, komm schon. Speichern. Okay, da haben wir ein Haus und es schaut so aus, als wäre da die Karte aus. Auf der Seite, das ist gut. Das ist gut, das heißt, wir stehen im Eck wahrscheinlich. Möglicherweise ist da auch aus. Aber sicher weiß man das jetzt natürlich nicht. Gleich, wir müssen es besser wissen. Jo, und da ist schon das UFO. Na dann, gehst du um. Huhuhuhu, da hat sich wieder ein Alien auf dem Dach versteckt. Ist das arg? So ein böses Alien. So, du gehst gleich mal bis daher. Next one. Huch. Da hat jemand auf uns geschossen. Noch ein Alien. Der ist beim anderen Fenster gestanden. Kann man einen Endshot machen? Das war's mit ihm. So, kannst du da runter? Dreh dich mal in die Richtung. Wahnwitz, wir haben zwei Aliens erschossen, ohne einen eigenen Typen zu verlieren. Du hast eh nichts verloren, oder? In irgendeiner Form. Nein, du bist nicht getroffen worden. Yaprak Sankakta. Yaprak Sankakta. Wir hatten den eingestellt. Yaprak Sankakta. Hahaha. Ja, zumindest die kleinen Kinder unter meinen Zuschauern wird das freuen. Gut, du gehst daher, schaust in diese Richtung, gehst in die Knie. Ab jetzt werden wir versuchen, nur so weit zu gehen, wie unbedingt nötig. In die Knie, nein, okay. Gehst du auch gleich raus? Passt. Und ihr bleibt mal da vorne. Nicht zu weit vor. Nicht zu schnell rauspreschen mit allen. Das hat alles Zeit. Sergeant und Sergeant. Und am Schluss sind es zwei Captains, ne? Ich glaube zwei Sergeants. Na gut. Okay, nächste Runde. Puh, da ist noch einer. Das heißt, wir können drauf schießen.
Kannst du ihn treffen? Aha, gut. Na, immerhin. Das war der dritte. Da oben kommen wir jetzt nimmer mehr rauf. Tja, das haben wir wohl vertan. Die Chance. So, nachdem da das Raumschiff ist, stellen wir uns mal da her. Ah, Mist. Na gut. Not enough time units. Naja. Gut, next one. Und zuerst dich. Gut. So, du gehst hierher und schaust in diese Richtung. In die Knie. So, Sabine Meyer. Wir trauen uns auch raus. Schau dir was an. Mutig, mutig. Nachdem ich die ganzen harten Jungs hinten hingestellt habe. Okay. So. Passt, nächste Runde. Wir haben bereits drei Aliens gekillt. Und jetzt haben wir den ersten eigenen verloren. Ja, aber trotzdem relativ gut bis jetzt. So. Okay. Ja, du bist vielleicht auch nicht so. Hey! Das war jetzt aber lustig. Zwei Typen mit einem Schuss mehr oder weniger erledigt. Da hat sich einer hinterm anderen versteckt. Das war nicht sehr klug von ihm. Na gut, wir haben fünf erledigt. Sie erst einen von uns. Na gut. So, Susanne, gehst da auch mal vor einfach. Das mag vielleicht ungedeckt sein, aber das Haus gibt uns eigentlich relativ schön Deckung von der Seite. Die einzige Richtung, aus der was kommen kann, ist da und das sieht uns so oder so, egal ob wir da in Deckung sind oder nicht. Okay. Na, du bleibst mal da.
Gut. Für dich gilt das Gleiche. Geh einfach gerade vor, bis du da bist. Okay, war schon zu weit fast. Oh, noch ein Alien. Er ist fast schon gut versteckt. Mist. No line of fire. Aber da müssten wir ihn eigentlich sehen. Komm schon. Ah. Du bist so unfähig. Sieht hier ein Snapshot aus? Nö. Das ist natürlich schlecht. Aber wir wissen jetzt, wo das Alien ist. Aber wir kommen mit niemandem dorthin. Du gehst auf jeden Fall so weit wie möglich nach rückwärts, wie es geht. Was heißt noch? Achso, du kniest deshalb. Ach Mist. Ach Mist. Verdammt, verdammt, da ist jetzt noch einer von mir sterben, fürchte ich fast. Ah! Von wegen, dort ist er sicher. Hahaha. Ha, ha, ha. Ich wusste doch, warum ich hinten in Deckung geblieben bin. So. Wo ist dieser Alien da? Gut. Du. Schießt jetzt da mal fest auf den. Und dann gehst du wieder in Deckung. Ach weh. War der eigentlich wichtig, der da gestorben ist? Ich hoffe nicht. Sollte der Alien rauskommen hier? Sollte dein Alien rauskommen? Sollten wir ihn eigentlich erledigen können? So in May. Die Frau Schmidt. So, du gehörst zu der Gruppe, die da raufgehen wird, um sich da oben noch etwas umzuschauen, genauso wie du. Ich glaube, du gehst erst noch daher. Wir sind jetzt unsicher, was diesen Ort betrifft. Wir werden dort nicht über so genau durchrennen. Ja. Ah, aber noch nicht dran. Oder ist das eine Sie? Schwer zu sagen. Okay. Da hat jemand irgendwelche Türen geöffnet. Speichert wieder Auto. Ich speichere dein Auto. Gut, du gehst weiter vor mal.
Dann schaust du mal an, was der da hat. Ist das ein Korps? Ja. Okay, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Okay. Da ist ein Alien. Wusste ich's doch. Könnten wir bitte treffen? Ah, nein, offensichtlich nicht. Du. Triff du das Alien. Gut, du gehst in die Knie. Passt. So, schaust dich hier mal um. Susanne. Schaust dir diese Gegend an. Und du bleibst mal da. Immerhin bist du die Frau Captain. Du musst nicht wirklich ins Gefecht rennen, oder? Nö. Nein, oh, Idiot. Ich hab den angeklickt. Das war dumm. Ja. So. So in mir. Sehr gut. Na gut. Dann begeben wir uns in die Höhle des Löwen. Aus Erfahrung muss ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass von hier ein Alien kommt. Das Problem ist, genau. Schauen wir mal. Susanne, Sabine. So, du gehst da jetzt daher. So, was machen wir jetzt da? Wenn wir davor gehen, stirbt sie sicherlich. Da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Weil der Alien sicher eine bessere Reaktion hat und zuerst schießt. Naja, wir können es ja versuchen. Milamirtinnen kann eh nix, also so gesehen, wenn die stirbt. Es gibt Schlimmeres. Oh Gott, du bist so grausam. Okay. Ah, keine Aliens. Ja,
versteckt sich da drinnen. Gut. Oh, da ist noch ein Alien. Shit, und wir können nur einen Snapshot auf ihn machen. Ich hoffe, das reicht. Es reicht. Sataishi. Das ist ja fies. Die sind, glaube ich, immer an gleichen Orten. Da waren also drei Aliens bei diesem Haus, drei Aliens bei diesem Haus. Oh nein, Blödsinn. Da waren zwei Aliens bei diesem Haus und ein Alien bei diesem. Nein, auch zwei. Da unten war ja auch noch einer. Wowzers. Vielleicht war es das schon im Raumschiff. Vielleicht ist da gar keines mehr. Alien meine ich. Mit etwas Glück. Mit etwas Glück. Was ist das wirklich jetzt? Mit etwas Pech sind da heraus noch ein Haufen Aliens. Die einfach nichts getan haben, weil wir noch nicht in ihr Sichtfeld gekommen sind. Ich glaube, die stehen einfach rum, bis sie uns sehen. Und erst dann kommen sie aktiv auf einen zu. Na gut. Da ist wirklich noch eins heraus gewesen. Wo ist der jetzt verstorben gerade? Ist da gerade jemand verstorben? Also im ersten Stock? Nö. Fangen wir mal mit dem an. Da stehen offensichtlich keine Aliens. Das war jetzt interessant, wie der da runtergegangen ist. Ich glaube, im Raumschiff ist wirklich kein Alien mehr, außer da in dem Ding, im Energieraum ist noch einer, aber das kann ich mir kaum vorstellen. Okay, dann gehen wir mal raus mit euch wieder. Wo ist da jetzt jemand gestorben, frage ich mich. Der war schon tot. Muss da gewesen sein, oder? Ja, da herinnen. Weil derjenige, den ich darauf geschickt habe, ist weg. Das ist nicht gut.
Zugehende Türen, die wir da hören. Miller! Ah, schade. Das Energiesystem ist kaputt. Da lebt niemand mehr. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern. Auf der Seite muss es noch irgendwo ein Alien geben. Mitnehmen die Herrschaften. Hörst du auf uns zu schießen, du blöder Alien? Das ist echt ärgerlich. Das war mal so gut. Wir haben nur zwei Leute verloren und du erschießt uns noch einmal zwei. Aber jetzt, das war's. Ich würde mal sagen, mehr kommt da jetzt nicht mehr. Warum bist du weggerannt? Ja, weil ich ihn wahrscheinlich angekickt habe. In meiner Verzweiflung. Was waren da eigentlich drinnen in diesem Raumschiff? Ja, zu viele. 10 Stück insgesamt. Ah, 4 Leute verloren. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Na, immerhin. Eine UFO-Navigation und ein bisschen UFO-Alien-Alloys haben wir auch erobert. Sataishi
ist zum Sergeant geworden. Ja, der hat das verdient. Der hat mit einem Snapshot einen Alien erledigt. Okay, das heißt, wir müssen neue Soldaten anheuern. Wieder mal. Das ist ein ziemliches Himmelfahrtskommando, bei mir Soldat zu sein. Was wollten wir jetzt machen? Sell. Was haben wir da alles gekriegt? Sektoidenkörper, die brauchen wir alle nicht mehr. Die kann man, glaube ich, alle verkaufen sogar. Navigation. Oh, unsere erste Personal Armor. Das ist ja gut. Soldiers. Captain. Sabine Meyer. Ach so, die sind noch draußen. Okay. Ich weiß schon. Relocate Manufacture. So, da haben wir mal alle Engineers drauf. Und dann machen wir noch mal 5 mehr. 2 haben wir bereits. So, dann bekommt der Captain mal eine Personal Armor. Und einer von den Sergeants. Nicht Sataishi, nicht Minseo Gao. Guadalupe Gutierrez. Nein, Francisco natürlich. Mittlerweile ist er auch stark. Habe ich offensichtlich noch nicht gehabt. So. Dann haben wir noch ein paar Crewmembers drauf. Ah, der ist wounded. Noch immer Gregoli. Der ist gut, den können wir ganz nach vorne hinstellen. Den können wir nach vorne mit dem Raketenwerfer hinstellen. Und die zwei können wir ebenfalls nach vorne stellen. Vorne steht das Kanonenfutter. In den ersten zwei Reihen. Okay. 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 So, wie schaut das aus? Noch 20 Tage. Gut. An dieser Stelle, meine Herrschaften, machen wir für heute wieder Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.